Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeyer. Dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute mal wieder direkt aus meiner Praxis. Bitte die etwas ungezügigen Verhältnisse zu entschuldigen. Ja, wir haben wieder eine Leserfrage. Echt spannende, finde ich. Also Thema dieses Blogs ist ja, Liebesbeziehung, Affäre, Moral. Ich will mal gleich vorab sagen, ich sehe mich jetzt nicht so als, oder überhaupt nicht als Moralexperten. Also ich denke, es ist auch keine gute Frage, so wenn man über Beziehungen nachdenkt oder Beziehung, also oder Paartherapie. Weil das sind eigentlich so Begriffe, die einen immer nicht so weiterbringen. Ich denke mal besser so Verantwortung, Entscheidungen treffen, zu überlegen, was passiert ja eigentlich mit uns beiden, wenn einer eine Affäre hat, was ist vorher passiert, wie haben wir da beide mit zu tun, finde ich immer so spannend, ne? Das mal vorab, aber ich lese jetzt die Frage erstmal vor von Anita, Name natürlich geändert. Ja, eine Frage, die mich seit 3 Jahren beschäftigt. Hallo Christian, warum sind Affären, Liebesbeziehungen ein No-Go in der Gesellschaft? In der Partnerschaft klar ein Vertrauensbruch. Laut deiner Aussage habe ich eine Affäre, wenn auch alles außer körperlich in Klammern. Weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was du damit meinst. Ich lese mal so aus, kein Sex wahrscheinlich, weiß ich nicht. Mit einem jüngeren, kleineren Mann. Es ist schon verrückt. Ich sah ihn und seither ist er der erste und der letzte Gedanke am Tag, den ich habe. Ich bin verheiratet seit 8 Jahren, kenne meinen Mann schon seit 18 Jahren und wir arbeiten auch gemeinsam. Ja, und durch unser Kind ist unsere Zweisamkeit ziemlich verloren gegangen. Ich würde meinen Mann nie verlassen. Aber was spricht dagegen, ab und an mal etwas Energie, Kraft, Fantasie für den Alltag zu haschen? Ich könnte mir mit diesem Freund auch nie eine echte Beziehung vorstellen. Aber warum muss ich mich schuldig fühlen wegen eines kleinen Geheimnisses in meinem Kopf? Mir ist bewusst, sollte es hier körperlich werden, habe ich ein Problem. Ich habe die Gefühle beider Männer, die mir sehr wichtig sind, verletzt dann. Weißt du ein bisschen die Frage, ob der andere eigentlich von deinem Mann weiß? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Mein Mann ist mein Alltag, mein sicherer Hafen, meine Vertrauensbasis. Mein Freund gibt mir die Kraft, Inspiration und Energie, mich nicht wie ein Zombie im Leben zu fühlen. Dies wollte ich mir nur mal von der Seele beschreiben, da mein Tagebuch dafür zu unsicher ist. Ich bedanke mich für die Zeit, die du zum Lesen geopfert hast. Ja, ich versuche das mal jetzt auf den Punkt zu kriegen. Das ist gar nicht so einfach, also mir fällt dazu sehr viel ein. Also erstmal denke ich, heutzutage, es gibt nicht mehr so eine allgemeine Moral, das sieht man ja auch bei den Kirchen, da will man sich auch nicht mehr vorschreiben lassen, was ist jetzt Moral oder was glaube ich, da gibt es mir auch so einen eigenen Weg und ich denke, es muss jeder so seinen eigenen Weg finden, jeder muss für sich überlegen, was ich jetzt hier mache, ist das irgendwie sinnvoll, zielführend für mich, für meinen Partner, für die Menschen, mit denen ich da involviert bin. Oder nicht. Also Schuldgefühle bringen eigentlich nie irgendwas und auch so Moralfragen bringen selten irgendwas. Ich finde viel besser die Frage, ja, ist das für mich richtig? Ist das für andere richtig? Kann ich die Verantwortung übernehmen für das, was ich hier tue oder lüge ich mir da irgendwie in die Tasche? Und das wäre also die erste Frage, die du dir stellen solltest. Ja, ist es für dich richtig? Also tut es dir gut? Da scheinst du ja richtig zu beantworten für dich, also positiv, könnte man natürlich fragen, ja, muss das so auf 2 Männer verteilt werden, der eine sozusagen fürs Haus, der andere für, ja, mehr fürs Herz, für den Spaß vielleicht, aber okay, also tut's dir gut, ist die erste Frage erstmal, das scheinst du ja zu bejahen und dann ist die Frage, ja, tut es deinem Mann gut oder schadet es ihn direkt? Also ich kann mal sagen, was ich so dazu denke. Also erstmal, ist die Frage, bringst du sozusagen durch diese Affäre so einen Wert in eine Beziehung rein oder nicht? Finde ich erstmal eine Frage. Also wenn man sich eine Beziehung wie so einen Fluss vorstellt, der ja bestimmte Breite hat, der lebendig ist, dann ist die Frage, wenn man jetzt mit jemand anders was anfängt, ist die Frage, ob man so einen Nebenfluss absticht sozusagen, die ganze Energie da reingeht und dann in der Hauptbeziehung eigentlich überhaupt keine Energie mehr ist. Das ist eigentlich immer schlecht.
Oder ist es so, ja, dass es sie nicht stört oder unter Umständen sogar befördert, die Hauptbeziehung, die Affäre? Und also meistens ehrlich gesagt so, dass die Affäre aus der Hauptbeziehung was abzweigt. Aber ich muss zugeben, ich habe ab und zu Paare, da denke ich auch, es ist witzig, dass sie nicht mehr gerade jetzt kommen, denke ich auch viel drüber nach gerade, wo ich denke, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann nicht sehen, dass es die Hauptbeziehung geschadet hätte. Also es gibt manchmal Affären, auch mit Sex, die über einen längeren Zeitraum gehen und wo gleichzeitig die Hauptbeziehung darunter auch erblüht und die vorher nicht so erblüht war. Und ich finde es tatsächlich fast eine philosophische Frage, was macht man damit? Ich würde eigentlich schon denken, dass auch wenn die Beziehung jetzt belebt wird dadurch, wenn es doch Sex geben sollte, würde ich jetzt denken, ist das eigentlich, also da ist eigentlich die Grenze definitiv überschritten, meine ich zumindest. Aber auch da musst du für dich gucken, insbesondere natürlich, wenn du deinen Partner direkt damit schaden könntest, weil du vielleicht unsicheren Sex hast mit jemand anders. Also dann möchte das wäre, denke ich, schon ein absolutes No-Go. So, ansonsten, es gibt kein Gesetz. Also es gibt kein Gesetz, dass man nicht mehrere Beziehungen haben kann. Ich finde auch diese ganze Idee, dass man den Partner besitzt, finde ich so ein bisschen fragwürdig, aber ich habe da jetzt auch keine ganz klare Antwort so für dich. Aber auf jeden Fall, wenn da jetzt Sex im Spiel wäre, würde ich denken, dann wäre das sicherlich überschritten. Ja, das ist mir auch nicht so ganz klar aus deiner E-Mail, ob das der Fall ist. So. Ansonsten finde ich immer eine ganz gute Frage, wenn der Mann das Gleiche tun würde, könntest du damit leben? Wenn du sagst, ja. Das wäre auch schon mal vielleicht ganz gut, wenn du sagst, nein, ist vielleicht nicht so gut, das zu machen. Und auch, was ich auch eine ganz gute Frage finde, kannst du dir auch mal stellen, wenn du das Gefühl hättest, du müsstest das auf dem Totenbett, wenn du mal irgendwann sterben wirst, solltest, müsstest das noch beichten, sage ich mal. Dann wäre es auch ein Hinweis darauf, dass es vielleicht nicht so gut ist, was du da machst. So. Also, was ich dir sagen würde, ist, wo du nochmal drüber nachdenken kannst, ist, also ich habe von dem Ton in der E-Mail habe ich das Gefühl, also wenn man sich jetzt überlegt, in wen du verliebt bist, würde ich denken in den anderen. Also ist es immer schwer, wenn Kinder involviert sind, da so klare Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, es gibt auch tausend gute Gründe, in Beziehungen zu bleiben, die, ja, weil man vielleicht die Kinder großzieht, wobei ich schon häufig den Eindruck habe, dass man zu lange in Beziehungen bleibt und auch zu lange so Gründe findet, warum man nicht geht, die Kinder, die Arbeit, das Haus und dann ist das Leben so halb vorbei oder drei Viertel vorbei und man denkt, boah, scheiße, ich wollte eigentlich noch so viele andere Sachen machen. Also prüf das mal für dich, wie viel Verlustangst ist da wirklich bei, dass du bei deinem Mann bleibst, wie viel ist vielleicht auch deine Bequemlichkeit? Kannst du dir wirklich keine Beziehung mit dem anderen vorstellen? Ist es auch Schuldgefühle deinem Kind gegenüber, dass du denkst, du bleibst da? Ist es auch, dass du nicht vertraust in dein Herz, dass du vielleicht denkst, mit dem Neuen ist eine Beziehung nicht möglich? Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Fragen sind, die dich quälen, wenn das schon so lange geht. Also was ich sagen kann von deiner E-Mail ist, dass du so keine innere Ruhe findest. Und das ist für mich ein Zeichen, ja, dass du da nochmal irgendwie ran musst, so, aber jetzt nicht unter Moralgesichtspunkten, sondern wirklich zu überlegen, was sind wirklich so die Gründe, dass ich das so mache, wie ich es mache. Ansonsten, dass es in der Gesellschaft ein No-Go ist, ja, ist halt so. Das ist Zeitgeist auch ein Stück weit und auch ein Stück weit, ich meine, in den 80ern, 70ern war es teilweise, wenn man da mal ein Paartherapiebuch liest, da gibt es ganz wenige, da sieht man, dass es da teilweise fast normal war, oder zumindest in einer bestimmten Szene, sage ich mal, Außenbeziehungen zu haben. Also mir in meiner Praxis kommt es so gut wie nie vor, dass sowas wie offene Beziehung oder sowas gibt, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass man sich das zwar schon vorstellen kann, aber wenn man das jetzt so öffnen würde, hat man halt trotzdem, das hatten wir auch in der Kommune, diese ganzen Themen mit Eifersucht und was natürlich dann trotzdem hochkommt und wo vielleicht, ja, viele sagen, es ist irgendwo auch, ja, nicht praktikabel, sag ich mal. Und es ist einfach, man könnte es vielleicht leben, aber es hält es einfach nicht aus, das zu leben.
Also wenn der erste und der letzte Gedanke am Tag so zu deiner Affäre ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwas so abziehst aus der Beziehung, relativ hoch. Ja, das denke ich schon. Und wäre auch die Frage, wie der Mann damit umgeht, der wird das irgendwie merken. Und manchmal ist es auch so, dass beide Geheimnisse haben. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke, dass er irgendwie unbewusst merkt, dass da irgendwo Energie verloren geht und dass er dann in irgendeiner Weise drauf reagiert. Ja, spannende, schwierige Frage. Hoffe, du konntest was anfangen mit meinen Gedanken. Und ja, dann soweit. Also ihr könnt dieses Video gerne teilen oder liken. Weitere Infos auf eheberatung.info. Fragen wie diese an den Newsletter könnt ihr über ein Formular stellen, was es da gibt, oder auch an fragen@eheberatung.info. Und da auch Informationen, meine persönliche Hilfe in Anspruch zu nehmen über Skype, persönlich natürlich, und E-Mail-Beratung. Wir werden uns bald wiedersehen.